Wir leben an der Schwelle eines neuen Zeitalters, des Zeitalters 4.0. In meinem Vortrag werde ich darauf eingehen, dass die Realwirtschaft die Grundlage für die Industrie 4.0 ist und bleiben wird, auch in Zukunft. Ich werde weiterhin darauf eingehen, dass der Mensch durch 4.0 nicht abgelöst wird, sondern dass er an Bedeutung gewinnen wird, und zwar als Korrektiv und Innovator. Und weiterhin erläutere ich, welche Hürden Wacom bereits genommen hat bei der Durchsetzung der Automatisierung in 4.0 und welche weiteren Hürden wir identifiziert haben und noch zu nehmen haben.